Der Montag danach. So wollten wir uns nicht präsentieren. Nach dem Debakel von München. Und so können wir uns auch nicht präsentieren. Das 0:8, es zeigt Wirkung. Mit einer normalen Spielleistung von uns hatte das nichts zu tun. Markus Gisdol ist immer noch fassungslos. Ich will nicht den Ansatz einer Ausrede irgendwie für uns und für unsere Mannschaft nach so einem Ergebnis abliefern. Es ist wie jedes Jahr. Das Auswärtsspiel in München wird für den HSV zum Horrortrip. Doch in diesem Jahr haben sie in Hamburg keine Zeit, um lange darüber nachzudenken. Vielleicht ganz gut für den HSV. Es geht direkt weiter. Schon am Mittwoch kommt Borussia Mönchengladbach zum Pokalviertelfinale in den Volkspark. Es gilt, die Blamage schnell abzuhaken. Ja, vor allen Dingen haben wir natürlich darüber gesprochen. Es ist wichtig und deutlich und klar auch darüber gesprochen. Nur die andere Seite ist ja die, du hast ja dann 3 Tage später schon wieder ein Spiel. Und dann müssen wir ja auch schnell auch wieder nach vorne schauen. Auf eine Videoanalyse des Debakels verzichtet Gisdol. Er will seine Spieler nicht noch weiter verunsichern. Stattdessen vorsichtiger Optimismus. Ist vielleicht auch eine Chance. Er muss ja einfach auch so sehen, dass du außerhalb von dem Alltagsstress Bundesliga, von dem Tabellendruck, von der Situation, die dort vorherrscht, natürlich da auch immer die Chance hast, dass du dann auf einer anderen Ebene, um den DFB-Pokal zu spielen, eine große Chance hast, ein Halbfinale einzuziehen, ist eine tolle Sache. Viel mehr bleibt Gisdol aktuell nicht, außer der Hoffnung, dass alles besser wird. Denn immerhin spielt der HSV im Pokal, nicht auswärts beim FC Bayern.